Hallo, schönen guten Tag, liebe Reiseinteressenten. Ja, ich darf mich nochmal vorstellen. Celine, wir sind Reisebegleiterin und möchte Ihnen nun ein wunderschönes Hotel präsentieren, nämlich Kempinski Hotel. Ich werde in diesem Hotel eine Führung machen durch den gesamten Bierbereich, der wahrscheinlich auch im Bereich Pool, Anlage und habe auch noch vor, eine besondere Suite zu besichtigen und zu präsentieren. Ja, dann gehen wir erstmal rein. Hier ist schon mal sehr, sehr schön zu präsentieren, ja. Und nun der Haupteingang des Kempinski Hotels. Also, führe ich zum Eingang ein. Wir kommen nun an die Rezeption. Um den Empfangsbereich. Sehr nobel ausgestattet. Interessant eingerichtet. Mit wunderschönen antiken Kunstwerken ausgestattet. Ein paar dieser Kunstwerke werde ich Ihnen mal präsentieren. Sitzgelegenheiten für ab und zu sich auszuruhen und mal eine Pause zu machen. Und hier darf ich Ihnen schon mal wunderschönen Kronleuchter präsentieren und nette Kunstwerke in der Türkei. Hier zum Beispiel. Ganz aufwendig schick erstellt. Noch einmal die aufwendigen Kronleuchter. Zum Shopping, wo es aufwendige Ledersachen zu kaufen gibt. Giovanni G. Designer, Balista Boutique, mit sehr schicken Sachen. Bin ich in der Balista Boutique angelangt und möchte mal kurz die Kleidungsstücke näher darstellen. Hier habe ich doch zum Beispiel eine wunderhübsche Sonnenkappe schon mal entdeckt, die ich mir jetzt mal aufsetzen werde. Hier
muss man natürlich auch noch etwas daran arbeiten, dass sie vernünftig sitzt. Ja. Aber das Muster sieht doch ganz schick aus. Nun gut, ich hänge sie wieder hin. Es gibt natürlich hier auch jegliche Art von Gürteln, und es gibt jegliche Art von Bikini. Also alles, was das Herz begehrt. Okay, allen Grüß. Schicke Kleider. Ihre Damen. Schmuckladen mit den Marken Bouvet, Hemd, Kurven, Breitling, Lichtladen, Gilles, Lecoute, Chopin, Genève, Annemann, Camille, Marguerite, Carrera, Dame Original, Madame. Chic. Oh, Original. Original. Welcome. Schönen guten Tag. Sehr hübsche Schnupfstücke haben Sie hier drin. Dankeschön. Thank you. Thank you. Und hier auch mal ein paar ganz tolle Teppiche. Dafür ist denn ja die Türkei auch sehr bekannt. Wenn man mal kein Interesse mehr hat, sich zu sonnen, hat man auch einen großen Fernseher. Sehr schick sind ja auch die Aufzüge, ne? Das muss man ja wohl mal erwähnen. Alles mit Gold und Ornamenten abgesetzt. Artikel der Patas Bar. Jetzt bin ich richtig. Ich bin auf Null und dem gesamten Lobbybereich. Mit wunderschönen Kronleuchtern, die man immer wieder erwähnen muss. Die sind sehr aufwendig. Was auch etwas Schönes ist, ist ein Klavier. Hallo. Macht auch immer einen sehr gemütlichen Eindruck, wo dann abends Vorführung höchstwahrscheinlich ist. Auch hier im Präsentationsbereich nochmal eine Bar. Dann will ich die Hauptbar auch noch mal präsentieren. Ne? Also, es geht jetzt an die Hauptbar. Hier kann man auch verschiedene Arten von Tropfen zu sich nehmen. Verschiedene Weine. Das ist die Bar
ist auch mit sehr schicken Möbeln ausgestattet. Und die Barkeeper sind bei der Arbeit. So wird dann der türkische Mokka serviert, türkisch Kaffee, sehr hübsch. Hallo, schön, dass ihr da seid. Sehr schicke Bar. Wunderbar, ganz schön. Top. Ja, das ist die gesamte Crew hier von der Bar. Darf ich mal vorstellen? Wunderbar. Ich bin ganz stolz, auch in mein Video zu kommen. Nun gut, ich verlasse den Barbereich jetzt wieder. Oh, die ist auch noch eine türkische Spezialität aller Sorten von Cafés. Super! Schönen Partner, bye bye! Hier, dies ist auch noch sehr aufwendig. Verschiedene Sorten von Tee, die man zu sich nehmen kann. Aufzüge präsentieren und dieses aufwendig gearbeitete Hotelprospekt. Ja.